Erstens, der Schirk bei der Anbetung Allahs oder in der Anbetung Allahs. Erhaben ist er. Das ist der erste Nachir. Ich habe in der Fußnote gesagt. Erläuterung, dieser Nachir, also der große Schirk, ist am gewaltigsten und er schließt den Diener aus dem Islam aus. Der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, wurde gefragt, welche Sünde ist bei Allah am gewaltigsten? Er sagte, أن تجعل لله ندا وهو خلقك. Er wurde gefragt, welche Sünde ist bei Allah am gewaltigsten? Dann sagte er, dass du Allah etwas beigesellst und Schirk begehst, wo er dich doch erschaffen hat. Überliefert von Al-Bukhari und Muslim. Und es gibt viele ähnliche Hadithe, wo der Prophet a.s. über verschiedene Sünden spricht. Und an erster Stelle kommt immer Al-Shirk, der Götzendienst oder die Beigesellung Allahs. Das ist der erste und gewaltigste Nakir und die größte Sünde, welche ein Mensch begehen kann. Der Autor erwähnte hier dieses Wort, Schirk. Kommen wir zu der fachbegrifflichen Bedeutung von Schirk. Was bedeutet Schirk? Allah etwas in seinen Besonderheiten, in seinen Khasa'is beizugesellen. Das ist Schirk. Oder einen Gottesdienst für jemand anderen, außer für Allah, zu verrichten und auszuführen. Eine der Besonderheiten und Khasa'is von Allah ist, dass er derjenige ist, der erschafft. Und dass er derjenige ist, der sterben lässt. Und dass er derjenige ist, der versorgt. Und der andere Bereich, oder einen Gottesdienst für jemand anderen, außer für Allah, zu verrichten. Das Gebet darf nur für Allah verrichtet werden. Wenn du es für jemand anderen verrichtest, dann hast du Allah in diesem Gottesdienst etwas beigesellt. Das Fasten darf nur für Allah durchgeführt werden. Das gleiche gilt für das Bittgebet und für viele andere Gottesdienste. Wenn du also jetzt einen Gottesdienst hast, eine Ibadah, welche nur für Allah durchgeführt werden darf und du führst sie für jemand anderen außer für Allah oder neben Allah durch, dann ist das großer Schirk. Und einige Arten des Schirks, ihr seht das in der Fußnote. Erstens, der Schirk in der Rububiyya, indem man zum Beispiel sagt, es gäbe einen anderen Schöpfer, einen anderen Versorger oder jemand anderen, der leben und sterben lässt, außer Allah. Das gehört zu den Khasa'is, zu den Besonderheiten von Allah tabaraka wa ta'ala. Und jetzt kommt man und sagt, jemand anders kann das auch machen. Das ist großer Schirk. Und zwar Schirk in der Rububiyya. Und die meisten früheren Mushrikun, sie bestätigten diese Art von Tawhid. Tawhid al-Rububiyya. Wenn man sie gefragt hat, wer versorgt euch, dann haben sie gesagt Allah. Und deswegen heißt es in vielen Versen im Koran, wie zum Beispiel hier in diesem Vers, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Und wenn du sie fragst, wer die Himmel und die Erde erschaffen hat, sagen sie ganz gewiss Allah. Also sie bestätigen Ar-Rububiyya. Und einer derjenigen, der in den Schirk der Rububiyya verfiel, war unter anderem Fir'aun. La'anahullah. Möge Allah ihn verfluchen. Weil Fir'aun sagte, Ana Rabbukumul A'la, so wie es im Koran heißt. Ich bin euer höchster Herr. Er hat also behauptet, er oder ihm stünde die Rububiyya zu. Aber ein wichtiger Punkt. Die alleinige Bestätigung von Tawhid al-Rububiyya macht einen noch nicht zum Muslim, da viele früheren Mushrikun dies bestätigten. Das war die erste Art des Schirks. Und die zweite Art des Schirks ist der Schirk in der Uluhiyya, welcher am meisten verbreitet ist auf der Erde, da sehr viele Menschen in diesem Bereich Schirk begehen. Und das hat mit Tawhid al-Uluhiyya zu tun. Und Tawhid al-Uluhiyya bedeutet Allahs Einzigkeit in der Anbetung und dass keine Anbetung für jemand anderen außer für ihn durchgeführt und verrichtet wird. Und damit haben viele Mushrikun früher und auch heute Probleme. Und zwar kommen sie zu Gräbern und sie rufen diejenigen, die begraben wurden und tot sind, sie rufen diese Leute an. Dann sagen wir, das ist Schirk in der Uluhiyya. Und die dritte Art des Schirks ist der Schirk in al-Asma was-Sifat, also Allahs Einzigkeit in seinen göttlichen Namen und Attributen. Und dies erfolgt, indem man zum Beispiel
die göttlichen Attribute abstellt und abschafft oder diese mit den Attributen der Geschöpfe vergleicht. Allah erwähnt im Koran oder über seinen Propheten in der Sunna sallallahu alaihi wasallam bestimmte Attribute, die ihm zugeschrieben werden. Wenn jetzt jemand kommt und diese Attribute abstellt oder abschafft, indem er sie nicht so bestätigt, wie Allah und der Prophet sallallahu alaihi wasallam dies bestätigt haben, dann sagen wir, er hat Schirk in As-Sifat begangen und er ist ein Mu'attil. Jemand also, der die Attribute Allahs stilllegt oder abstellt. Und dann gibt es jemanden, der die Attribute Allahs mit den Attributen der Geschöpfe vergleicht, indem er Tashbih zum Beispiel macht. Und das ist auch eine Art von Schirk in diesem Bereich, und zwar in Al-Asma wa-Sifat. Danach sagte der Autor, nachdem er erwähnte, dass der erste Naqid der Schirk bei der Anbetung oder in der Anbetung ist, dann sagte er, und der Beweis dafür ist die Aussage des Erhabenen, wahrlich, Allah vergibt nicht, dass man ihm etwas beigesellt, doch was außer diesem ist, vergibt er, wem er will. Das ist in Suratu An-Nisa, der Vers Nummer 48. Ich habe in der Fußnote gesagt, Erläuterung, wer großen Schirk begeht und darauf stirbt, so wird ihm nicht vergeben und er verweilt auf ewig im Höllenfeuer. Wer aber bereut und davon ablässt, dem wird vergeben. Und dieser vom Autor angeführte Vers zählt zu den gewaltigsten Versen auf die Gefährlichkeit des Schirks. Und zwar Allah sagte, jede Sünde, so mag sie Allah tabarak wa ta'ala vergeben, aber nicht den Schirk. Wenn jemand etwas Allah beigesellt, so wird dies niemals vergeben. Dann sagte der Autor, nachdem er diesen Beweis anführte, führte er einen weiteren Beweis an und so sagte er, und er, also Allah, mächtig und majestätisch ist er, sagte, wahrlich, wer Allah etwas beigesellt, dem verbietet für wahr Allah das Paradies und dessen Zufluchtsort wird das Höllenfeuer sein und die Ungerechten werden keine Helfer haben. Das ist eine weitere Bestätigung für die Gefährlichkeit des Schirks. Und das ist in Suratu Al-Ma'idah, Vers 72. Ich habe in der Fußnote gesagt, Erläuterung, aus diesem Vers wird entnommen, dass alle zuvor verrichteten Taten des Muschriks nichtig sind und das Paradies für ihn verboten ist, wenn er also Schirk begeht und in diesem Zustand stirbt. Danach sagte der Autor weiter, wir sind immer noch beim ersten Nachhirt, und dazu zählt das Schlachten für jemand anderen außer für Allah, wie diejenigen, die für einen Dschinn oder ein Grab etwas schlachten und ein Opfer darbringen. Das ist ein Beispiel, was der Autor hier angeführt hat, für die Art des großen Schirk, und zwar, dass man kommt und dieses oder diese Ibadah, diesen Gottesdienst, und zwar das Schlachten, für den Dschinn durchführt oder für diesen Begrabenen in seinem Grab durchführt. Ich habe in der Fußnote gesagt, Erläuterung, mit Schlachten ist hier die Darbringung einer Opfergabe gemeint, da dies ein Gottesdienst ist, der nur für Allah durchgeführt werden darf. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, La'anallahu man dhabaha li ghayrillah. Er sagte, Allah verflucht denjenigen, der für jemand anderen außer Allah schlachtet in Form von Darbringung eines Opfertiers. Und dieser Hadith wurde überliefert von Muslim. Und Sheikh Abdurrahman ibn Qasim sagte in seiner Hashiyah zu Thalathat al-Usul, dieser Hadith belegt, dass das Schlachten ein Gottesdienst ist, da Allah denjenigen verfluchte, der dies für jemand anderen außer für ihn durchführt. Und jeder Gottesdienst steht speziell nur Allah zu. Es geht also hier um die Darbringung eines Opfers. Und es gibt verschiedene Arten von Schlachten. Es gibt die erlaubte Art von Schlachten und die erlaubte Form. Zum Beispiel, jemand möchte schlachten für sich und für seine Familie, damit das Essen oder dieses Fleisch von diesem Schaf oder von dieser Kuh verzehrt wird. Oder er hat Besuch und dann geht er und er schlachtet für den Besuch zum Beispiel ein Kalb, wie es Ibrahim a.s. gemacht hat. Das ist eine erlaubte Art des Schlachtens und das ist nicht hier damit gemeint, sondern dass man sich zum Beispiel, was manche Leute machen,
A'udhu billah, sie haben einen Laden, einen neuen Laden, und dann kommen sie und bringen ein Schaf und sie schlachten dieses Schaf vor diesem Laden und sagen, damit die Dschinn sich uns nicht nähern. Das ist großer Schirk. Oder jemand kommt und er sagt, ich schlachte jetzt, mein Verwandter ist krank und ich schlachte jetzt für die Dschinn, damit sie Heilung für diesen Kranken bringen. Das ist eine große Art von, oder das ist Schirk und eine große Sünde.